wie bist du in diesen Job oder Beruf? Ist es das Gleiche? Ist es eine Fulltime-Sache für dich? Wie bist du da reingekommen? Da muss ich gleich mal mit einem großen Vorurteil aufräumen. Von Job und Beruf kann überhaupt keine Rede sein. Wir sind alle hier Volunteers. Wir machen das alles in unserer Freizeit, opfern unsere gesamten Urlaube und teilweise auch für manche das Geld. Wir können davon sicher nicht leben. Wir machen das aus Freude zum Sport, aus Liebe zum Sport. Das ist die Motivation, warum wir hier sind. Und wie bist du selbst dazu gekommen? Also hast du mal Badminton gespielt? Hat es am Ende nicht ganz für Profi gereicht oder was war es? Das ist auch eine sehr gute Frage. Das ist eine sehr gute Motivation, wenn man ein junger Spieler ist. Das war bei mir nicht der Fall. Denkt man sich oft, ich möchte zu Olympia. Als Spieler erreicht man das in den seltensten Fällen. Aber als Schiedsrichter, als Referee kann man das erreichen. Bei mir war es ein bisschen anders. Ich bin ganz einfach auch als Spieler gestartet. Spiele auch heute noch, hobbymäßig natürlich. Und habe dann vor 25 Jahren bin ich gefragt worden, ob ich mal als Schiedsrichter aushelfen will bei einem Turnier. Und das hat so viel Spaß gemacht, dass ich dabei geblieben bin, habe dann die Schiedsrichterkarriere durchlaufen und später dann auch parallel dazu die Referee-Karriere begonnen. Das wird ja oft verwechselt, Umpire und Referee. Umpire sind die, die oben am Stuhl sitzen, Referee sind die, die außerhalb vom Spiel sitzen und die Kontrolle über alles haben. Und so bin ich bis heute dabei geblieben, habe eine Stufe nach der nächsten erklommen mit Überprüfungen, mit Prüfungen. Ja, und jetzt bin ich hier. Wenn man am Feld sitzt, als Schiedsrichter, sage ich jetzt mal, und so ein Spiel begleitet, da muss man ja furchtbar aufmerksam sein die ganze Zeit auch. Hat man irgendwelche Hilfsmittel eigentlich oder trainiert man sich selbst darauf? Das muss man Intus haben, das muss man antrainiert haben, da gibt es kaum Hilfsmittel. Wir haben natürlich heutzutage aber nur auf einem Spielfeld das sogenannte IRS, das Hawkeye, das hilft bei der Unterstützung bei Linienrichterentscheidungen, ob die Linienrichterentscheidung korrekt war oder nicht, das hilft natürlich dem Schiedsrichter. Aber im Prinzip, die Geschwindigkeit des Spieles wird immer schneller. Bei den Smashes erreichen wir über 400 km/h und da muss der Schiedsrichter hellwach sein. Ja. Das glaube ich. In deiner jetzt 25-jährigen Karriere, in der Aufgabe, so nenne ich es jetzt mal, ich glaube, das ist am treffendsten. Was war das Verrückteste, Komischste, was du da erlebt hast? Da gibt es viele verrückte Dinge, aber natürlich gibt es Turniere, die bei weitem nicht so organisiert sind wie hier in Saarbrücken. Und da hat man dann wirklich gröbste Probleme, mit dem Turnierveranstalter zusammenzuarbeiten, speziell wenn der dann auch noch kein Wort Englisch spricht, was ein großes Hindernis ist, weil die internationale Badmintonsprache ist nun mal Englisch. Und dann ist es wirklich ein Kampf Tag für Tag, um das Turnier auf die Beine zu kriegen. Das ist auch ein großes Lob für unsere Hülo Badminton Open hier in Saarbrücken. Eine letzte Frage hätte ich noch. Als Referee, als Schiedsrichter, egal in welchem Sport, da ist Fairness das A und O. Oder was bedeutet das für dich oder was ist für dich das Wichtigste an dieser Aufgabe? Ja, Fairness hat eine vielfältige Bedeutung in unserem Sport. Das fängt schon damit an, dass man die Trainingszeiten der einzelnen Teams so einteilt, dass sie genügend Trainingszeiten zur Verfügung haben, je nach Teamgröße. Je mehr Spieler ein Team, desto mehr Trainingszeiten bekommt es. Da beginnt schon die Fairness. Und das geht dann natürlich weiter am Spielfeld. Mit dem Zeitplan, wer spielt wann, wenn ein Spieler am letzten Tag spät abends gespielt hat, dann kann er nicht am nächsten Tag früh morgens beginnen. Und das sind alles so kleine Schritte in Richtung Fairness für alle Beteiligten. Super, Dankeschön. Sehr gerne.